Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ja, die NATO ist eine Erfolgsgeschichte. Sie hat ihren Mitgliedern 75 Jahre Frieden und Sicherheit beschert. Und ja, wir brauchen die NATO auch heute noch. Mit der Gorch-Fock lassen sich die Handels- und Seewege Deutschlands nicht sichern. Deutschland ist nicht in der Lage, sich selbst zu verteidigen. Die NATO garantiert uns Schutz und Sicherheit. Meine Damen und Herren, das sollte uns allerdings nicht hindern, ein paar Fragen zu stellen. Der Zusammenbruch des Warschauer Paktes hätte die Möglichkeit geboten, ein gesamteuropäisches Sicherheitssystem mit Russland zu verwirklichen. Die Chance wurde vertan. Stattdessen, und das gebietet die Ehrlichkeit, es festzustellen, stattdessen haben wir Russland in einer Schwächephase versucht, aus Mitteleuropa herauszudrängen. Das mag ein geostrategisches Ziel der USA gewesen sein, dem europäischen Frieden diente es nicht. Meine Damen und Herren, es ist in diesem Haus ziemlich sinnlos, daran zu erinnern, dass in den Wiedervereinigungsverhandlungen Erklärungen abgegeben wurden. Und ich nehme nur eine, wie die des britischen Außenministers Douglas Hurd, der festhielt, Zitat, in der NATO gibt es keine Pläne, die Länder Ost- und Mitteleuropas in irgendeiner Form in die NATO aufzunehmen. Zitat Ende. Und, meine Damen und Herren, ich könnte es fortsetzen mit James Baker und mit unserem früheren Außenminister Genscher. Ich weiß, die CDU bestreitet das, und immer wieder hört man, das stimme alles nicht. Deshalb habe ich dieses Zitat auch gebraucht. Nun, meine Damen und Herren, ich weiß natürlich auch, dass damals der Warschauer Pakt noch existierte und dementsprechende Entwicklungen in der Zukunft lagen. Nur muss die Frage erlaubt sein, ob es nicht klüger gewesen wäre, in die sich vollziehenden Veränderungen Russland einzubeziehen. Herr Dr. Gauland, gestatten Sie eine Zwischenfrage oder Zwischenbemerkung? Nein, gestatte ich jetzt nicht. Der aktuelle Krieg in der Ukraine hat eine lange Vorgeschichte. Und die hat auch und nicht zum geringsten mit der Osterweiterung der Allianz zu tun. Und deshalb ist es wichtig, auch in diesem Moment daran zu erinnern, die NATO ist ein europäisch-atlantisches Verteidigungsbündnis. Die Ukraine ist nicht Teil der NATO, so wenig wie übrigens Taiwan. Die NATO ist also weder für die Unversehrtheit ihr nicht angehörender Staaten zuständig, noch hat sie Aufgaben im indopazifischen Raum zu erfüllen. Und, meine Damen und Herren, sie ist auch kein ideologisches Bollwerk von Demokratien gegen Autokratien. Wir sollten immer im Blick behalten, und auch das gebietet die Ehrlichkeit, dass die größte Demokratie der Welt, Indien, unsere Sicht auf den Ukraine-Konflikt nicht teilt. In der Welt von Rankes großen Mächten ist die NATO ein Versicherungsschutz für Deutschland. Und dafür ist sie auch sehr gut. Eine ideologische Speerspitze im Kampf gegen Russland sollte sie nicht sein, wenn wir in einer friedlichen Welt leben wollen. Ich bedanke mich. Bevor ich die nächste Rednerin aufrufe, hat das Wort zu einer Kurzintervention Jürgen Hart. Danke schön, Frau Präsidentin. Herr Dr. Gauland, ich hätte gern Ihnen zwei Fragen gestellt. Für wie plausibel halten Sie es eigentlich, dass der Generalsekretär, Präsident